Hallo und willkommen bei Prepper Fox. Ich interessiere mich schon sehr lange für Survival und vor allem in Bezug auf Krisen und Ausnahmesituationen. Aber nicht nur, weil ich Prepper bin, sondern weil mich dieses Thema sowieso schon lange interessiert. In letzter Zeit hat mich speziell interessiert, warum Leute solche Situationen nicht überleben. Und ich bin dabei auf 5 Probleme gekommen, die ich euch heute näher bringen möchte. Mehr dazu nach dem Intro. Ich bin heute wieder in der Nähe meines bevorzugten Bugout-Ortes, also meines Fluchtortes unterwegs, den ich mir gewählt habe, wenn ich von zu Hause flüchten müsste. Ich war jetzt vor kurzem etwas krank und konnte nicht rausgehen und das hat mir sehr, sehr gefehlt. Daher bin ich heute umso mehr froh, dass ich hier wieder in der Natur ein Video drehen kann. Und ich schaue mir den Fluchtort auch heute wieder ein wenig an, ob sich irgendetwas verändert hat, und ich genieße einfach den schönen Herbst. Kommen wir zum heutigen Thema. Survival verlangt aus meiner Sicht gewisse Fähigkeiten, Verhaltensweisen und eine innere Einstellung. Dazu gehören auch Eigenschaften wie Flexibilität, Kreativität, mentale Stärke und mit Sicherheit auch eine Portion Glück. Wenn man im normalen Leben Fehler macht, dann ist das meistens nicht so schlimm, aber in einer Survival-Situation kann das mitunter das Leben kosten. Daher ist es hier umso wichtiger, gewisse Fehler oder Probleme zu vermeiden, sofern irgendwie möglich. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Situation man gerade ist und welche äußeren Umstände herrschen und auch welche persönlichen Voraussetzungen man hat. Aber grundsätzlich gibt es doch ein paar Probleme, auf die man das Nicht-Überleben in solchen Situationen zurückführen kann. Die Ursache Nummer 1, dass Leute Survival-Situationen nicht überstehen, ist entweder Handlungsunfähigkeit oder Kurzschlussreaktionen. Ich habe hier diese 2 Punkte in einem Problem zusammengefasst, weil das doch sehr nahe beieinander liegt. Wenn man in einer Ausnahmesituation Angst, Panik, Stress hat, dann ist es vielleicht gar nicht möglich zu reagieren, weil man einfach erstarrt und dann nicht weiß, was zu tun ist. Und das kann schon ein Problem sein. Wenn ihr euch zum Beispiel in einen Notarzt versetzen würde und der hat hier einen Patienten liegen, der am Sterben ist und bekommt dann Panik und weiß nicht, was er tun soll, dann wird das der Tod sein für diesen Patienten im schlimmsten Fall. Und bei einem selbst ist es wohl nicht anders. Wenn ich irgendwo reagieren müsste und ich tue es nicht, dann kann das dann schon dazu führen, dass ich das nicht überlebe. Eine Kurzschlussreaktion ist aber auch ein Problem, weil wenn ich aus Angst heraus oder aus Panik heraus falsch reagiere und dann vielleicht ein Risiko eingehe, das ich eigentlich vermeiden hätte können, dann wird auch das genauso gefährlich sein. Für beide dieser Probleme, also Handlungsunfähigkeit und Kurzschlussreaktionen, Tipps zu geben, ist extrem schwierig. Ich denke, dass man nur die Chance hat, sich über Wissen, dem Auseinandersetzen mit Survival-Situationen oder dem Üben und Trainieren von irgendwelchen Abläufen, dem Aneignen von Wissen, dem Aufbau von Selbstvertrauen in irgendeine Richtung entgegenwirken kann. Man sollte immer wissen, was zu tun ist oder zumindest irgendeine Idee haben, wie es weitergeht, und auch gewisse Handlungen im Kopf haben und Fähigkeiten, auf die man zurückgreifen kann. Dann bekommt man vielleicht das nötige Selbstvertrauen, hier richtig zu reagieren und schnell genug zu reagieren, und kommt dann aus der Situation vielleicht wieder heraus. Ich bin mir auch sicher, dass viele Leute dieses Problem auch unterschätzen. Es gibt Leute, die sind sehr von sich überzeugt und glauben dann nicht, dass sie in irgendeiner Weise falsch reagieren und alles im Griff haben. Aber Stress, Panik und Angst sind definitiv Gefühle, die wir in Krisen- oder Ausnahmesituationen verspüren werden, und jeder muss sich damit auseinandersetzen, was er dann tut oder wie er dann reagiert. Das kann ich gleich in das nächste Problem überleiten, und das ist Risiken einzugehen oder Selbstüberschätzung. Vielleicht auch die Kombination aus beidem. Es wird beim Survival ohne dem Eingehen von Risiken wahrscheinlich nicht gehen. Damit man überlebt, muss man sich auf gewisse Dinge einlassen, Grenzen überschreiten und auch Risiken eingehen. Aber wenn man sich zu sehr selbst überschätzt, dann hat man vielleicht das Problem, dass man gewisse Gefahren oder Risiken gar nicht erst sieht und sich dann in Situationen begibt, die vielleicht dann vermeidbar gewesen wären.
Das passiert auch so im Alltag relativ häufig, dass Leute das machen. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit Survival zu tun. Aber gerade dann ist das noch viel relevanter, dass man eben Risiken abschätzt, Gefahren sieht und vielleicht auch nicht zu sehr von sich selbst überzeugt ist. Als Beispiel könnte man nennen, wenn ich der Meinung bin, dass kein anderer Mensch im Kampf eine Gefahr ist für mich und ich jeden besiegen kann, und dann stelle ich aber trotzdem fest, dass es vielleicht jemanden gibt, der besser bewaffnet ist, stärker ist als ich oder mir einfach überlegen ist oder mich überrascht, dann habe ich das Risiko nicht gesehen und mich in Gefahr gebracht. Ein gutes Beispiel wäre auch die Survival-Serie Ausgesetzt in der Wildnis mit Bear Grylls. Ich habe hier alle Staffeln gesehen, mehrmals, und ich habe mir immer wieder gedacht, was geht dieser Mann da für Risiken ein? Mir ist natürlich klar, dass das die Show ja auch spannender machen soll und interessanter machen soll, aber ich würde die meisten Dinge, die Bear Grylls in dieser Show gemacht hat, 1:1 so nie machen in einer Survival-Situation, weil es mir einfach zu gefährlich wäre. Schon von dem Punkt heraus, dass, wenn ich dann wirklich wo alleine unterwegs bin, ich mich nicht verletzen will und ich mich auch nicht in Gefahr bringen möchte. Also diese Serie vermittelt hier schon einen etwas gefährlichen Eindruck, und ich hoffe nicht, dass das Leute so ernst nehmen, dass man in Survival-Situationen all diese Dinge machen sollte, die Bear Grylls hier in dieser Show macht. Und ich glaube auch nicht, dass die meisten Leute diese Sachen überhaupt können, die Bear Grylls dort dann macht, mit der Unterstützung auch des Kamerateams, selbstverständlich. Das dritte Problem ist Energieverschwendung. Wenn man in einer Survival-Situation ist, dann muss man mit seiner Energie haushalten, vor allem wenn man keine neue Energie bekommt. Hierzu kann man sich tatsächlich an Tieren ein Beispiel nehmen. Ein Gepard bricht zum Beispiel die Jagd ab, wenn er merkt, dass das nichts bringt. Er verschwendet nicht weiter Energie, um dem Tier nachzulaufen. Oder Bären halten einen Winterschlaf, oder sie sammeln schon im Vorfeld Vorräte für den Winter, fressen sich einen Winterspeck an oder gehen einfach taktisch um, damit sie mit ihrer Energie haushalten und auch dann Energie zur Verfügung haben, wenn sie sie brauchen. Und daran können auch wir uns ein Beispiel nehmen. Wenn ich irgendwo in einer Survival-Situation ankomme und ich versuche zum Beispiel ein Eichhörnchen zu fangen und laufe 3 Stunden durch den Wald, dann wird das mehr Energie verbrauchen, als mir das Eichhörnchen liefert. Dasselbe gilt auch für Pflanzen, wo ich irgendwo auf einen Berg klettern muss, damit ich eine Nahrungsquelle in pflanzlicher Form finde. Da werde ich schnell an einen Punkt kommen, wo ich mehr Energie verschwende, als ich mit dieser Nahrung dann zurückbekomme. Daher sollte man hier sehr gut abwägen, wo man seine Energie investiert und vielleicht auch irgendwo bleiben, wenn man keine weitere Energie verschwenden möchte, also nicht irgendwie weiter wandern oder über einen Berg klettern oder sonst irgendetwas, nur damit man versucht, irgendwo aus einer Situation zu kommen. Vielleicht ist manchmal auch der bessere Weg zu warten auf Hilfe oder was auch immer. Das muss man wirklich auf die spezielle Situation dann richtig auslegen. Aber grundsätzlich gilt, Energieverschwendung in einer Survivor-Situation ist eine schlechte Idee. Das vierte Problem bringt Leute auch immer wieder in Schwierigkeiten, und das ist schlechte Vorbereitung. Manchmal ist es vermeidbar, dass man überhaupt in eine Survival-Situation kommt, daher ist es nicht schlecht, sich vorzubereiten. Also der Spruch, gute Vorbereitung ist alles, kommt nicht von irgendwo, und das sollte man auch beherzigen. Speziell bei Leuten, die sich irgendwo dann in Risikogebieten befinden oder einfach in Situationen, wo sie auch schnell in Gefahr geraten können. Da sollte man sich eben so gut wie möglich auch vorbereiten und versuchen, alles zu tun, damit man schwierige Situationen oder eben Survival-Situationen gleich im Vorfeld vermeiden kann. Das bezieht sich aber auch auf einfachere Sachen, wie zum Beispiel einen Stromausfall. Wenn ich mir nie Gedanken darüber mache, was ich zu Hause anstelle, wenn ich keinen Strom mehr habe und mich eben nicht vorbereite auf diese Dinge, dann werde ich spätestens dann, wenn es soweit ist, ein Problem haben. Man sieht auch immer wieder, dass Leute dann durch Krisen oder Ausnahmezustände richtig wachgerüttelt werden. Irgendwann kommen sie dann drauf, dass sie nicht richtig ausgerüstet sind, um schwierige Situationen zu überstehen, ob das jetzt ein kalter Winter ist oder einen Stromausfall oder was auch immer. Und spätestens dann fangen sie plötzlich an, sich darüber Gedanken zu machen, und dann ist es aber vielleicht schon zu spät. Daher verstehe ich es immer noch nicht, warum Leute, Krisenvorsorger und Leute wie mich, die preppen, so belächeln. Wir denken uns schon da was dabei. Also das machen wir nicht, weil wir lustig sind, sondern wir haben klare Hintergedanken dabei. Und wie ich schon gesagt habe, Vorbereitung ist alles, und ein Prepper stellt genau diesen Spruch wirklich 1:1 dar.
Mit dem letzten Punkt werdet ihr in dieser Zusammenstellung vielleicht nicht rechnen. Und es geht hier um Hass und Gewalt. Diese beiden Dinge, also Hass und Gewalt, haben dazu geführt, dass ganze Kulturen zusammenbrechen. Es hat dazu geführt, dass viele Leute ihr Leben verloren haben und auch, dass Menschen Survival-Situationen und Ausnahmesituationen, Krisen nicht überlebt haben. Weil einfach gewisse Leute dazu bereit waren, jeden anderen zu töten, zu verletzen, nur damit sie selber weiter bestehen können. Vielleicht müssen wir einfach kapieren, dass man gerade in Krisen- und Ausnahmesituationen die Vorurteile gegenüber anderen Menschen in Bezug auf Kultur, Rasse, Geschlecht, Herkunft, unsere erlernten Doktrinen einfach über Bord werfen müssen und die anderen Leute nur als Mitmenschen sehen und mit ihnen gemeinsam versuchen, dann schwierige Situationen zu überstehen. Ich denke, wenn man das im Hinterkopf behält, werden wir vielleicht es einfacher haben, zukünftige Krisen auch zu überstehen. Ich wärme nur ungern alte Sprüche auf, aber Hass erzeugt nur Hass und Gewalt erzeugt nur Gewalt. Und das stimmt für mich 1:1 so. Es war für mich sehr interessant, über dieses Thema zu recherchieren und es würde mich auch wirklich freuen, wenn der eine oder andere Punkt euch zum Nachdenken anregt. Überleben zu wollen ist eine der stärksten Triebfedern, die wir Menschen haben, aber man sollte das immer kombinieren mit Vernunft und Verstand. Das ist meine Ansicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr einen Kommentar für mich habt zu den genannten Punkten oder eine Erweiterung, dann schreibt mir dazu bitte einen Kommentar. Ihr könnt das Video selbstverständlich auch gerne teilen bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer. Und wenn ihr noch nie auf meinem Kanal wart, dann würde ich euch herzlich um ein Abo bitten. Das war's für heute. Euer Prepper Fox.